Paul Bold auf der Terrasse des Café Josti. Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll, vergletschert alle hallenden Lawinen der Straßentrakte, Trams auf Eisenschienen, Automobile und den Menschenmüll. Die Menschen rinnen über den Asphalt, Ameisen emsig, wie Eidechsen flink, Stirne und Hände, von Gedanken blink, schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. Nachtregen hüllt den Platz in eine Höhle, wo Fledermäuse weiß mit Flügeln schlagen und lila Quallen liegen, bunte Öle. Die mehren sich, zerschnitten von den Wagen. Auf spritzt Berlin, des Tages glitzernd Nest, vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und ihr könnt mir gerne schreiben unter lyrikschule@outlook.de, wenn ihr Rückmeldungen oder Wünsche für neue Folgen habt. Diese Folge geht auf einen Wunsch zurück, der mich schon letztes Jahr erreicht hat, den ich allerdings dann übersehen habe tatsächlich im Mailprogramm. Aber jetzt habe ich ihn gelesen und auch auf die Mail geantwortet und jetzt eben dazu die Folge, die mir also ähnlich auch schon länger vorgeschwebt hat. Ich bringe heute drei Künstler zusammen, einen klassischen Text, den man im Deutschunterricht gerne macht, dann ein zeitgenössisches Lied, das damit häufig auch im Deutschunterricht heute schon kombiniert wird, und noch einen dritten Text, ein weiteres Lied, was, glaube ich, noch nicht so bekannt ist und vielleicht für den einen oder anderen noch eine Entdeckung ist. Gut, fangen wir aber mit dem Gedicht an, mit dem Klassiker expressionistischer Großstadtlyrik. Ja, und weil das nun mal ein Klassiker ist, wird er also auch gerne in der Schule behandelt. Man kann hier sozusagen gut verschiedenste Sachen abhaken. Einerseits die typische negative oder mindestens ambivalente Einstellung gegenüber dem Phänomen Großstadt, denn man fokussiert hier auf all das Hektische, Unüberschaubare, Nervenaufreibende, auf das Negative, auf die entmenschlichende Technik und so weiter. Andererseits ist der Text aber auch formal sehr typisch für diese Epoche. Es handelt sich, wie ein schneller Blick auf den Text verrät, mal wieder um ein Sonett, eine der beliebtesten Gedichtformen überhaupt. Und das kann man auch, wenn man hier die Lyrikschule-Playlist einmal durchgeht, sehen. Es gab hier schon eine ganze Reihe von Sonetten. Und ich glaube, dass das eine so beliebte Gedichtform ist, liegt auch daran, weil es eben ja so eng begrenzt ist. 14 Zeilen, Schluss. Da muss man sich nicht mühsam durch Seiten von endloser Gedankenlyrik kämpfen, sondern das ist ein verträglicher Happen, den man gut konsumieren kann. 14 Zeilen, das schafft man mal zwischendurch, das kann man verstehen, da kann man auch ein bisschen Zeit investieren, um die einzelnen Verse zu begreifen. Insofern Sonette, sehr, sehr dankbar, auch für den Unterricht natürlich. Der Autor ist Paul Bold, vielleicht ein paar Sätze zu ihm. Paul Bold ist heute eigentlich nur noch durch diesen Text bekannt. Er ist jung und gezeichnet, vom Ersten Weltkrieg gestorben, hat gerade mal einen Gedichtband veröffentlicht und davor also noch ein paar andere Texte, unter anderem eben diesen hier. Der Gedichtband trägt den Titel Junge Pferde, Junge Pferde, expressionistischer Gedichtband, der 1914 erschien, und eben noch etwas früher entstand der Text, um den es hier gehen soll, auf der Terrasse des Café Josti, das war 1912. Und das besagte Café war damals eine bekannte Konditorei mit mehreren Niederlassungen in verschiedenen Berliner Stadtteilen. Die bekannteste war jedoch die am Potsdamer Platz, schon damals einem Verkehrsknotenpunkt in Berlin mit zahlreichen Tram- und Omnibuslinien. Ja, und Berlin ist ja bekannt für verschiedene Konditoreien, und wenn man bei Fontane zum Beispiel die Romane liest, dann kommen da auch verschiedene Konditoreien immer wieder vor.
Zum Beispiel Kranzler. Und Café Josti ist nun also eine Konditorei, eine Traditionskonditorei, in der offensichtlich auch Schriftsteller verkehrt haben. Vielleicht ja, so ein bisschen wie Kaffeehauskultur in Wien, muss man sich das vorstellen. Und das ist also auch hier die Situation. Da ist also ein lyrisches Subjekt und von diesem Café aus betrachtet es jetzt eine Szenerie. Der Potsdamer Platz, muss man sich also wirklich so vorstellen, war damals ein Hotspot, ja, und da konnte man wirklich in Deutschland erleben, was Großstadt bedeutet. Das war ja auch etwas ganz Neues, diese ganzen Verkehrsmittel und so weiter. Vielleicht kann man noch eines dazu sagen, es gab dort dann später, also das Café Josti ging irgendwann, wurde irgendwann geschlossen, aber es gab später auch nochmal ein Café oder ein Restaurant mit dem gleichen Namen dort. Das hat aber mit dem ursprünglichen Betreiber nichts zu tun und ich glaube auch, dass es mittlerweile wieder geschlossen wurde. Jedenfalls befindet oder befand sich das im heutigen Sony Center, also mit seiner ganz bekannten Architektur, unweit des heutigen Potsdamer Platzes, der mit dem damaligen nicht mehr so ganz vergleichbar ist. Auch wenn man sich Fotos anguckt, da hat sich also sehr, sehr viel in der Zwischenzeit natürlich getan. Obwohl auch heute der Potsdamer Platz noch ein sehr geschäftiger Ort ist. Ich möchte nochmal auf dessen verkehrstechnische Bedeutung eingehen. Das verdeutlicht vielleicht auch nochmal, an was für einem Punkt wir uns hier in Berlin befinden. Denn später stand hier nämlich auch die erste Ampelanlage in Berlin, beziehungsweise die erste Ampelanlage in ganz Deutschland, ein sogenannter Verkehrsturm, der eine Kombination war aus Lichtsignalanlage, Uhr und auch einer kleinen Polizeistation, einem Polizeiposten, einem Verkehrspolizist hatte da also seine Kanzel und damit eine gute Übersicht über den ganzen Verkehr. Und dass man dort überhaupt so etwas installiert hat, das spricht also auch dafür, wie viel da los war. Und dieser Turm, also der erste seiner Art in Deutschland, wie gesagt, wurde 1924 gebaut, stand also zur Entstehungszeit unseres Textes noch nicht dort. Gleichwohl war das Verkehrsaufkommen offensichtlich bereits beachtlich. Ja, so stark war der Eindruck auf den jungen Dichter, dass er hier von ewigem Gebrüll spricht, eine starke Übertreibung, die man aber, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Für die damaligen Bewohner Berlins war das motorisierte Verkehrsaufkommen ja noch etwas recht Neues, vorher bestimmten Pferdewagen das Straßenbild, nun waren es eben Trambahnen, Automobile und Busse. Weiter im Text, dort heißt es vergletschert. Und damit ist ein Verb gemeint, der Potsdamer Platz vergletschert. Und die Lawine, die diesen Gletscher vorantreibt und damit gewissermaßen das lyrische Subjekt erfasst und mitreißt, sozusagen überrollt, das besteht aus eben diesen Verkehrsmitteln, aus Trams, auf Eisenschienen, den ganzen Automobilen und dann folgt als drittes im Text und den Menschenmüll. Und in der Regel wird man diesem letzten Wort hier natürlich besondere Beachtung schenken. Es überrascht ja auch erst einmal in dieser Aufzählung. Und viele lesen es als eine misanthropische Anklage. Die vielen Menschen wirken ebenso nervenaufreibend wie der Verkehr und werden damit hier als Müll maximal abgewertet. Man könnte hier aber auch noch eine alternative Lesart anlegen, dass die menschlichen Erfindungen, also die Fahrzeuge, Straßen und so weiter, als des Menschen Müll bezeichnet werden. Somit wäre die Formulierung ein verschleißter Genitiv. Ja? Menschen Müll, des Menschen Müll. Mir scheint hier beides möglich und sogar beides zugleich denkbar. Jedenfalls folgen wir hier den Eindrücken eines Objekts, der von der Terrasse des besagten Cafés ausblickend die Szene nicht mit Wohlwollen betrachtet, das ist ganz deutlich, sondern nur all das Negative wahrnimmt. Die zweite Strophe führt das nun fort. Die Menschen rinnen über den Asphalt, Ameisen emsig wie Eidechsen, flink. Hier werden die Menschen wiederum nicht als Menschen behandelt, sondern erneut auf zwei Arten entmenschlicht.
Einmal werden sie mit Tieren verglichen, zum anderen wird das Verb rinnen auf sie angewendet, was normalerweise nicht möglich ist. Also hier eine Art von Entpersonifizierung, wenn man so möchte. Der Mensch wird zur Materie degradiert, die gleichsam einer Flüssigkeit mühsam vorwärts kommt, entweicht. In der letzten Zeile der Strophe findet sich ein ähnliches Bild, ist aber dann positiver konnotiert. Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. Die Menschen schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. Sonnenlicht, also deutlich positiver. Der dunkle Wald hingegen ist hier freilich die Stadt mit ihren hohen Häuserschluchten und das ist dann schon wieder auch negativ konnotiert. Es hält sich also hier alles so ein bisschen die Waage, wobei das Negative dennoch insgesamt überwiegt. Die Vergleiche mit Tieren eröffnen in dieser Strophe eine Bildebene für den Text, die sich dann bis zum Ende durchzieht. Hier sind die Vergleiche auf den Menschen bezogen und mit sehr unruhigen, wuseligen Tieren. Wobei der Vergleich mit den Ameisen zugleich den arbeitsamen Fleiß der Menschen unterstreicht. Sie flanieren eben nicht. Da hat man nicht Zeit, um irgendwie gemächlich da lang zu schlendern. Nein, sie flanieren nicht, sondern sie eilen, sie wuseln. Offenbar in geschäftiger, geschäftlicher Eile. Ja, und zwar so sehr, dass ihnen Stirne und Hände von Gedanken blank sind. Bold ändert hier den Vokal nach dem Motto, reim dich oder du wirst erschossen. Und von Gedanken blank, das bedeutet ja so viel wie, dass die also nicht großartig nachdenken. Die rennen nur den ökonomischen Erfordernissen hinterher oder sie rennen der Großstadtmentalität entsprechend herum, aber sie denken sich nicht viel dabei und das wird hier durchaus kritisch gesehen. Ja, nach den Quartetten geht es dann in der dritten Strophe bekanntlich mit einem Terzett weiter. Durch dunkle Wolken und eine regenverhangene Nacht erscheint der Platz schließlich wie eine Höhle und darin scheinen dem Betrachter weiße Fledermäuse mit den Flügeln zu schlagen. Möchte man das Bild auflösen, sind hier wohl die Stadttauben Berlins gemeint, die in dieser Atmosphäre vielleicht etwas unheimlich wirken und da das Ganze ja vorher so als Höhle wahrgenommen wird, passen natürlich da eher Fledermäuse als Tauben rein, deswegen hier diese Verschiebung. Die animalische Bildlichkeit zieht sich also auch in dieser Strophe weiter durch und wird in der letzten Zeile nochmal verstärkt. Da heißt es, und lila Quallen liegen, bunte Öle. Da wird also gleich aufgelöst, was mit den lila Quallen gemeint ist, weil das sonst vielleicht etwas zu verschlüsselt wäre. Das ist also das Öl, das aus dem ein oder anderen undichten Motor vielleicht austritt, das hier in den Pfützen schimmernde Schlieren bildet, die im Licht den Eindruck erwecken können, dass es sich dabei ja so um wabernde Quallen handelt. Indem die Autos nun durch diese Pfützen hindurchfahren, wir sind in der letzten Strophe, trennt sich das Wasser, es spritzt auf, es bilden sich neue ölige Pfützen. Ja, auf spritzt Berlin heißt es dann, eine Metonymie, bei der die spritzenden Pfützen, in denen sich sozusagen die Quintessenz des Potsdamer Platzes konzentriert, für die ganze Stadt stehen. Also sozusagen hier das, was die Umwelt, was das Wasser verschmutzt, das ist der Geist des neuen Berlin, könnte man so sagen. Und zudem hat dieses Aufspritzt noch die besondere Funktion der vorletzten Zeile und damit dem Ende des Gedichts einen effektvollen Auftakt zu geben, da die erste Silbe betont wird oder zumindest betont werden kann. Aufspritzt Berlin, des Tages glitzernd Nest, vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest. Ja, und dabei kommt wiederum Berlin in seiner neuen großstädtischen Geschäftigkeit nicht gut weg. Die Bezeichnung Pest dafür lässt sich ja kaum toppen. Alles in allem also ein prototypisches Gedicht des Expressionismus mit einem sehr kritischen Blick auf das recht neue Phänomen Großstadt und Großstadtleben, Verkehr und Geschäftigkeit.
Was hat sich seither getan? Was hat sich verändert? Ja, auch heute setzen sich Autoren und Liedermacher vor allem auch mit dem Phänomen Großstadt auseinander. Und eines der bekanntesten Alben der letzten Jahrzehnte ist da sicherlich Peter Fox mit dem Album Stadtaffe. Und daraus habe ich, das ist wahrscheinlich keine große Überraschung, das Lied Schwarz zu Blau ausgesucht, das ich jetzt einmal einspielen möchte. Aus dem Club, war schön gewesen, stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steige über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti, Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene Schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Halb sechs, meine Augen brennen, tret auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Bräute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarek sagt, Hals, Maul oder ich werd ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt, mir wird schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Auf, denn der Bus kommt nicht. Und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühl mich ungesund, brauch was Reines dagegen. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich hab dringlichen Bock auf Bagdads Backwaren. Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin. Bei Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin. R&B-Balladen, Pumpen aus dem parkenden Benz. Feierabend für die Straßengangs. Ein Hooligan liegt einer Frau in den Armen und flennt. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich auf. Während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch, dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von Weitem aus, doch die Sonne geht gerade auf. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch. Ja, und da haben wir, würde ich sagen, ganz große Großstadtlyrik. Das ist ein Text, der wird sich, glaube ich, auch über die nächsten Jahrzehnte noch durchsetzen, auch im Unterricht natürlich. Ja, und warum ist das der Fall? Weil er qualitativ hinter Paul Bold definitiv nicht zurücksteht, auch sprachlich nicht. Und musikalisch ist das natürlich etwas, was einen auch mitreißt. Ja, das ist ein schöner Beat, das ist dynamisch, da ist man dabei. Ja, welches Bild der Stadt wird hier gezeigt? Ich glaube, man kann es hier noch viel deutlicher als Paul Bold auf den Begriff bringen. Ambivalenz, Hass, Liebe. Bei Bold überwiegt ja doch dann das Negative, aber hier ist es dann doch vielleicht Stärke in einer Balance.
Und wie wird das im Text nun entfaltet? Also wir haben auch hier wieder ein lyrisches Subjekt, was die Stadt wahrnimmt, Berlin wahrnimmt, diesmal nicht konkret bezogen auf einen festen Platz wie bei Paul Bold, sondern es ist mehr oder weniger die ganze Stadt, die hier in ihre Atmosphäre eingefangen wird. Und es fängt an, nachts, komm aus dem Club, war schön gewesen. Ist also auch ein bisschen umgangssprachlich, ne? Das würde man sonst schriftsprachlich ein bisschen anders formulieren wollen, aber das ist ja hier erlaubt, das ist einfach die Rede eines lyrischen Subjekts, was da die Nacht im Club jetzt beschließt, ist also früher Morgen. War schön gewesen, ja, also es fängt erstmal mit einem offensichtlich positiven Gefühl an, aber dann sofort, nachdem der Club also verlassen wird und die Partyszene, fängt es schon an, mit negativen Dingen kombiniert zu werden. Stinke nach Suff, bin kaputt. Aber dann auch wieder, ist ein schönes Leben. Also immer dieser Ausgleich, das Negative, das Positive. Dann kommt aber sehr viel Negatives auf den Schlag. Es gibt die Schnapsleichen, die herumliegen. Es gibt die Ratten, die da irgendwo herumhuschen. Es gibt Kotze. Es gibt Drogen. Es gibt Leute, die sich also nicht anständig verhalten. Auf der einen Seite irgendwelche Atzen, also irgendwelche doch recht primitiven Leute und dann aber auch wieder die Szene-Schnöse auf der anderen Seite, also die ganze bunte Mischung. Und es ist, jetzt haben wir auch eine Zeitangabe, also 5:30, also sehr früh. Und es geht weiter, was passiert noch? Er tritt auf einen Typen aus Versehen, der da irgendwie zwischen toten Tauben pennt. Zwischen toten Tauben pennt. Also es ist auch sprachlich hier, da kann man, wenn man möchte, auch sehr viele sprachliche Mittel finden. Tret auf einen Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Also da ist sehr viel diese harte T-Laut und dann auch diese P-Laute. Diese Alliteration und diese Kombination von harten Lauten, die unterstreicht hier nochmal diese Atmosphäre und dass das also etwas ist, was definitiv keinen Spaß macht. In den nächsten Zeilen geht es dann auch um eine Streitszene, die unser lyrisches Subjekt da mitbekommt, die der Sänger da mitbekommt. Und auch da geht es sprachlich dann wieder mit Stilmitteln weiter. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt. Rote Suppe, damit ist natürlich das Blut gemeint, hier aber als Metapher. Und ja, wie reagiert er darauf? Hilft er? Greift er ein? Nein. Ja, mir wird schlecht, ich mache die Jacke zu, denn es ist kalt. Er geht also offensichtlich dran vorbei, aber die menschliche Kälte zieht in ihn hinein, genauso wie vielleicht die kalten Temperaturen. Und dann haben wir den Refrain. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Also hier auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass Berlin also in bestimmten Momenten, an bestimmten Orten, in bestimmten Situationen wirklich ein jammervoller, hässlicher Ort ist. Aber dann geht es weiter mit mit einem Oxymoron. Du kannst so schön schrecklich sein. Schön schrecklich, das ist ja eigentlich etwas, was sich ausschließt. Deswegen ein Oxymoron. Deine Nächte fressen mich auf, wie eine Personifikation. Es wird für mich wohl das Beste sein. Ich gehe nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, wird langsam und jetzt der Titel Schwarz zu Blau. Wir sind ja also gerade an dem Punkt, wo die Sonne langsam aufgeht und die Nacht sich zur Morgendämmerung wandelt. Und dann sieht das Ganze vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aus. Aber noch ist es nicht so weit. Es geht in eine nächste Strophe und da werden wieder negative Sachen aufgezählt. Müde Gestalten im Neonlicht, mit tiefen Falten im Gesicht, Frühschicht schweigt, jeder bleibt für sich.
Es sind also nicht nur irgendwie die Feiernden unterwegs, sondern auch Menschen, die jetzt zur Arbeit müssen. Und zwar so früh, dass da also noch nicht viel mit denen los ist. Sie schweigen, jeder bleibt für sich. Es ist also auch die Anonymität der Großstadt, die hier zum Ausdruck kommt. Und ja, das Berliner Verkehrssystem funktioniert mal wieder offensichtlich nicht, denn der Bus kommt nicht. Dann, wir gehen also weiter durch die Straßen, überall liegt Scheiße, ja, das ist ja bekannt in Berlin. Das ist tatsächlich so in bestimmten Stadtvierteln, dass diese Zeile hier sehr gut passt. Man muss eigentlich schweben, denn man kann da an diesen Tretminen gar nicht sonst vorbeikommen. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Auch wieder die Anonymität, die hier zum Ausdruck kommt, ja, diese Isolation in der Großstadt und das Leiden des Menschen darunter. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühle mich ungesund, brauche was Reines dagegen. Also auch hier wieder das Krankmachende der Stadt und dann aber doch auch Orte, wo man sich geborgen fühlen kann, wie zum Beispiel in einem offensichtlich türkischen Backwarenladen. Bagdads Backwaren. Auch hier wieder eine schöne Alliteration. Bock auf Bagdads Backwaren. Also auch das ist sprachlich alles durchdacht und durchkomponiert. Ja, das ist nicht einfach so irgendwie dahingesungen, sondern spricht für die hohe sprachliche Qualität. Das ist also natürlich insgesamt Sinn ergibt, aber dann auch hier mit sprachlichen Mitteln gearbeitet wird, die hängen bleiben und die noch eine stärkere Wirkung beim Hörer erzielen. Gut, dann gibt es auch immer mal wieder so dieses Ambivalente, das bricht auch immer mal durch. Ein Hooligan liegt einer Frau in den Armen und flennt, diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Also auch hier harte Schale, weicher Kern könnte man sagen, das nimmt das Subjekt hier also wahr. Darauf kommt wieder der Refrain und wieder dieses, du kannst so schön schrecklich sein, ne? Das bringt sie auf den Punkt. Und am Ende dann, doch die Sonne geht gerade auf und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauche. Das bringt, glaube ich, die Hassliebe auch nochmal auf den Punkt. Es gibt sehr viele negative Aspekte, aber dann eben doch insgesamt ist die Stadt für das Subjekt hier etwas Lebensschöpfendes, genauso wie die Luft zum Atmen. Ja, insofern viele Ähnlichkeiten zu Bold, aber eben eine stärkere Ambivalenz. Und ich empfehle an dieser Stelle, sich auch das Musikvideo zu Schwarz zu Blau einmal anzusehen. Das ist quasi kongenial, auch sehr gut gemacht. Und es fängt also an, man hat einen Blick auf das nächtliche Panorama der Stadt, da ist also alles noch dunkel. Ganz leichter Schimmer von Blau und wir sehen so verschiedene nächtliche Szenen. Ein U-Bahn fährt durch die Gegend und dann sehen wir unseren Protagonisten und alle Menschen, die wir sehen, haben eben diese Affenmasken auf. Das ist typisch für dieses Album Stadtaffe, es gehört eben einfach zum Design. Ja, und dann ist es aber so, dass er also nicht einfach nur durch die Straßen läuft und wir exakt die gleichen Szenen sehen wie im Liedtext, sondern wir sehen ganz andere Sachen auch. Und es ist auch kombiniert mit Animationstechnik. Also die Animationen sind sehr, sehr vielfältig. Eigentlich muss man sich das mit verminderter Geschwindigkeit angucken, ja, und am besten ohne Ton, um sich wirklich auf das Bild mal zu konzentrieren. Dann sieht man zum Beispiel, dass der Protagonist über eine Straße geht, über einen Zebrastreifen. Und dieser Zebrastreifen wird also so dargestellt, dass das quasi Spritzen sind. Also quasi hier ein Verweis auf die Dealer und auf die Drogenszene in Berlin.
Das ist also sehr gut gemacht und wir haben im Hintergrund immer wieder auch Peter Fox als ein seltsames Halb-Fuchswesen, ja, also Fuchs, aber mit einer Narrenkappe. Er ist also hier auch dargestellt in dem Video und hat sozusagen die Funktion, wie ein Narr uns den Spiegel vorzuhalten und uns zu zeigen, was ist das eigentlich hier für eine Situation in der Stadt? Was haben wir eigentlich für eine Beziehung, wir heutigen Menschen, zur Großstadt? Ja, und dann kommt es auch zu leichten Konfrontationen. Stadtaffe läuft also weiter durch die Straßen. Er wird angerempelt, verliert seine Brille, aber man entschuldigt sich gar nicht dafür. Die Szene mit der roten Suppe wird in Form von Graffitis an der Wand dargestellt, animierten Graffitis. Da geht also eine Bombe dann los in dem Moment, wo es zwischen Tarek und Sam zur Konfrontation kommt, haben wir hier im Bild eine Bombe, die explodiert. Ist also auch, wie gesagt, nicht 1:1, aber doch so, dass es also Interdependenzen zwischen Bild und Musik gibt. Ja, und da wächst dann aus dieser roten Suppe eine Pflanze hervor. Und das ist eigentlich wieder sehr typisch für expressionistische Motive. Da haben wir ganz häufig das Bild vom Großstadtdschungel. Bei Bolt haben wir das ja schon ein bisschen angedeutet, dass da also Tiere auch eine Rolle spielen, die eigentlich in unseren Gefilden und in der Großstadt vor allem nicht zu suchen haben. Also Quallen, Fledermäuse und dergleichen. Das Bild vom Großstadtdschungel wird hier im Bild vom Video bei Peter Fox also auch entfaltet, fortgeführt. Und es ist ein expressionistisches Motiv. Dazu kommen dann noch andere Gestalten, Spukgestalten, fleischfressende Pflanzen, die da Musikinstrumente spielen. Das sind genau die Instrumente, die wir auch in der Musik hören. Also auch hier wieder Interdependenzen. Und wir verfolgen also weiter den Stadtaffen, der durch die Straßen geht. Und dann kommt es zu einem ganz entscheidenden Moment. Wir sehen ihn an einer Bushaltestelle stehen, neben einer Frau mit einem Kinderwagen. Und sie steigt ein und der Kinderwagen bleibt stehen. Und man weiß nicht, warum wollte sie das Kind jetzt da stehen lassen oder nicht. Aber was passiert? Der Stadtaffe nimmt sich sofort des Kindes an. Er nimmt es schützend in seine Arme. Er zeigt hier Menschlichkeit. Also auch in dieser ganzen anonymen Großstadt, in der alle so ihre Egoismen pflegen, gibt es doch noch diese Lichtpunkte. Und der Stadtaffe nimmt das Kind jetzt also ganz geborgen und schützt es auch vor den Passanten, die ihn vielleicht sonst wieder anrempeln und das Kind vielleicht anrempeln. Er geht damit durch die Straßen und es wird langsam Tag. Ja, ich gucke jetzt gerade noch die letzten paar Ausschnitte. Was am Ende wirklich mit dem Kind weiter passiert, bleibt offen. Aber die Sonne geht langsam auf. Wir haben also hier sowas wie einen Hoffnungsschimmer dann am Ende doch. Und insofern zeigt auch dieses Video wieder die Ambivalenz in der Stadt. Es gibt also diese Anonymität, es gibt die Egoismen, aber es gibt eben auch die Akte von Menschlichkeit. Ja, und das bleibt bei Peter Fox eben sehr stark in der Schwebe. Und ich habe die These, dass heutige Lieder und Gedichte, die sich mit der Stadt, mit der Großstadt auseinandersetzen, generell typischerweise dieses Motiv der Ambivalenz haben. Und dafür möchte ich jetzt noch ein drittes hier anführen, einen dritten Text, ein zweites Lied. Und zwar von Reinhard Grebe. Zu Reinhard Grebe gab es ja neulich schon eine Folge. Und hier bringe ich jetzt also ein Lied aus seinem Album Zurück zur Natur. Das ist ein sehr langes Lied, 7 Minuten, und deswegen werde ich da an 2 Stellen einen Cut setzen und lade dazu ein, an den Stellen
ein bisschen mitzudenken. Wer möchte, kann dann auch jeweils ein bisschen pausieren, nachdem ich etwas dazu gesagt habe, und kann kurz mitdenken. Wir stellen uns jetzt also ein bisschen vor, wir sind im Literaturunterricht bei mir, und da würde ich also an den gleichen Stellen auch einen Cut machen und ein kleines Unterrichtsgespräch anschließen lassen. Jetzt habe ich natürlich hier niemanden, der mir antworten kann. Deswegen an der Stelle ruhig mal kurz pausieren und überlegen, was man da so antworten könnte. Wir starten erstmal mit den ersten paar Minuten in das Lied. Das Leben in der Großstadt, Großstadt, was macht es aus? Das Leben in der Großstadt. Das Leben in der Großstadt, Großstadt, was macht es aus? Was sind die Phänomene? Extrem viel Auswahl und Rückenprobleme. Extrem viel Auswahl und Rückenprobleme. Und Anonymität, Anonymität. Die Plakate von heute sind heute schon überklebt. 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 Anonymität, Anonymität. Jeder Zweite hat ne Galerie. Jeder Zweite macht ne Therapie. Viele machen beides. Anonymität, Anonymität. Wer macht was, hab ich was verpasst? Wer macht was, hab ich was verpasst? Ich hasse das, ich hasse das. Wer ist in, wer ist out? Wie, du bist nicht online? Welches Gebäude wird da grad gebaut? Alle haben Burnout, Burnout, Burnout. Anonymität, Anonymität. Die Straße ist gesperrt für die Rollschuh-Demo. Die Straße ist gesperrt für die Rollschuh-Demo. Anonymität, Anonymität. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Entscheidung ist ein Massenmord, ein Massenmord an Möglichkeiten. Anonymität, 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 Anonymität. Mach mir noch ne Chai-Chai, Latte to go. 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 Mach mir noch ne Chai, Latte, 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 Latte. Ja, bis hierhin erstmal. Ja, was haben wir hier gehört? Es ist sehr programmatisch. Es fängt ja auch sofort mit der Frage an. Das Leben in der Großstadt, was macht es aus? Was sind die Phänomene? Programmatischer kann man das gar nicht formulieren. Und so wird das dann also aufgezählt, nicht ganz so subjektiv, aus einer subjektiven Perspektive wie bei Peter Fox, sondern schon eher auf einer Metaebene. Es wird aufgezählt, extrem viel Auswahl und Rückenprobleme, Anonymität, ähnlich wie wir das bei Peter Fox auch gehört haben. Die Plakate von heute sind heute schon überklebt, das heißt also auch diese Schnelllebigkeit in der Großstadt. Jeder Zweite hat eine Galerie, jeder Zweite macht eine Therapie, viele machen beides. Also es gibt hier also auch bei den Großstädtern offensichtlich häufig psychische Probleme, die sie bewältigen müssen. Man kann jetzt schließen, die sich aus dem Großstadtleben ergeben. Wer macht was? Habe ich was verpasst? Also immer dieses Gefühl der Fear of Missing Out, dass man also etwas verpassen könnte, was man auf dem Land vielleicht eher nicht hat. Wer ist in, wer ist out? Wie? Du bist nicht online. Also mit der Großstadt verbindet sich häufig eben auch dieses Konzept unserer neuen modernen Arbeitswelt, ständig erreichbar zu sein. Welches Gebäude wird da gerade gebaut? Alle haben Burnout, Burnout, Burnout. Typisches Phänomen. Und ich kann mich nicht entscheiden. Entscheidung, das sei ein Massenmord an Möglichkeiten. Und das ist ganz typisch für Reinhard Grebe. Das haben wir auch in anderen Liedern bei ihm und wir haben das auch in seinem Roman Global Fish. Dieses Thema, dass der Mensch in der Postmoderne überfordert ist von den vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt. Das kann man auch sich historisch erklären. Früher, um das nun mal am Beispiel Berufe zu zeigen, früher ist man das geworden, was die Eltern waren. Die Eltern waren Schuster, Bäcker, dann ist man Schuster oder Bäcker geworden und nichts anderes. Heute haben wir eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt zehntausende
Studiengänge in Deutschland und darüber hinaus natürlich noch unzählige Ausbildungsberufe. Und jemand, der nach der Schule sich jetzt überlegen muss, was soll ich jetzt als nächstes machen, der ist da dann durchaus schon mal überfordert. Aber wir müssen das nicht nur im Bereich Berufe uns vorstellen, sondern eben auch in allen Konsumbereichen. Ja, wenn wir einkaufen gehen und uns überlegen, ja, welchen Joghurt kaufe ich heute, dann haben wir eine Auswahl, die uns zuerst mal dazu zwingt, uns zu entscheiden. Und zwar immer wieder entscheiden, entscheiden, entscheiden. Und das kann einen auch unter Druck setzen, es kann auch Stress verursachen. Genauso in der Großstadt. Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu tun, zum Beispiel am Wochenende, ja, welches Event nehme ich mit, welches Konzert höre ich mir an, in welchen Club gehe ich, dann bedeutet das auch immer, dass ich ganz, ganz viele Dinge verpasse, weil ich mich nicht für sie entscheide. Und das ist also ein Motiv, was sich bei ihm durchzieht und was zu seiner Analyse des Großstadtlebens mit dazu gehört. Und wir haben hier also, um das nochmal vielleicht ein bisschen systematischer darzulegen, einen sehr sprunghaften Wechsel. Ja, also wir gucken mal dahin, mal dahin, mal dahin, mal dahin. Der dargebotenen Phänomene in der Großstadt. Und dieser sprunghafte Wechsel, der korrespondiert eben genau mit dieser Überforderung des wahrnehmenden Subjekts. Ganz unstet schweift der Blick durch die anonymisierte Großstadt, richtet sich mal auf diesen, mal auf jeden Aspekt und ist dabei immer unter dem Druck der vorgegebenen Schnelligkeit gerecht zu werden. Man kommt gar nicht hinterher. Und die Musik nimmt genau das auch auf. Wir haben hier ein sehr schnelles Tempo, das nimmt sogar noch zu und auch die Lautstärke setzt sehr laut bereits ein und nimmt auch nochmal zu. Und wir haben von den Instrumenten haben wir Blechbläser und die schmettern sozusagen uns einzelne Noten entgegen und das unterstreicht diesen Gesamteffekt von Gereiztheit nochmal sehr schön. Ja, also wir haben hier die Großstadt dargestellt in all ihrer Negativität. Sie reizt das Subjekt. Jetzt die Frage zum Mitdenken, was für eine Konsequenz soll man daraus jetzt als Mensch ziehen? Was also tun, wenn die Großstadt so toxisch wirkt? Und die Antwort darauf kommt natürlich jetzt im nächsten Abschnitt des Liedes. Aber vielleicht kann man auch die Vermutung schon anstellen, naja, wenn die Großstadt so schlecht ist, dann muss ich die Großstadt verlassen, dann muss ich woanders hin. Und das Lied heißt ja auch Aufs Land. Das verrät vielleicht schon einiges. Und wir schauen mal, wie sich das jetzt in dem nächsten Abschnitt des Liedes weiterentwickelt. Achtet gerne auch auf die musikalische Umsetzung. Ich will aufs Land. Aufs Land. Aufs Land. Raus aus der Stadt. Raus aus der Stadt. Ich will hier raus. Ich steige aus. Ich wünsch mir so sehr. So sehr. Du, ich und der Sitzrasenmäher. Ich will ein Gehöft, ein Gehöft, Gehöft, wo der Hirtenhund kläfft. Ich hab Sehnsucht nach Fell, Hundegebell. Meine Katze legt mir Mäuse vor die Tür. Maulwurfshügel,
Kikeriki. Der Hahn ist die Uhr. Ja, ich habe jetzt den Übergang noch mal ganz kurz mit anspielen lassen, damit man merkt, dass das also sehr abrupt ist. An dieser aggressive erste Partie gibt es einen ganz kurzen Moment der Stille. Sänger und Instrumente verstummen kurzzeitig vollständig. Und dann geht es mit dem nächsten Part los, der also musikalisch ganz anders gearbeitet ist. Es ist ganz ruhig und auch sehr langsam. Und ja, die Forderung oder die Konsequenz aus dem ersten Teil wird formuliert: Ich will aufs Land, ich will hier raus, ich steige aus. Das Ganze wird begleitet von einer recht zarten Gitarrenmusik und später dann von leisen Trompetenklängen. Der Sänger hat jetzt auch eine ganz andere Art zu singen, ist also auch sehr zurückgenommen, sehr ja, harmonisch, möchte ich sagen. Und er beschreibt ein ländliches Idyll. Es ist ein Gegenbild zu der vorher beschriebenen Großstadt mit ihren Phänomenen. Wir haben jetzt hier ein eigenes Gehöft mit Sitzrasenmäher, mit Hirtenhund, eigener Katze, mit den Maulwurfshügeln, die es da gibt. Und er wird früh geweckt vom Hahnengeschrei. Ja, damit scheint jetzt ein möglicher Ausweg skizziert. Und an der Stelle kann man vielleicht sagen, Reinhard Grebe hat diesen Teil tatsächlich auch in die Tat umgesetzt, denn er besitzt tatsächlich im Brandenburgischen so ein Gehöft oder naja, zumindest ein Haus, auch mit eigenen Apfelbäumen und so weiter. Also er hat sich dieses Idyll hier wirklich umgesetzt, hat aber, soweit ich weiß, auch immer noch eine Wohnung in Berlin, hat also diese beiden Wohnorte, die er miteinander kombinieren kann. Ja, man könnte jetzt sagen, so weit, so gut, ist doch wunderbar, Problem gelöst. Aber er hat ja gesagt, das Lied gliedert sich in drei Teile auf und der dritte Teil, der kommt sogleich. Die Frage ist nochmal zum Mitdenken, was könnte jetzt hier an der Stelle schiefgehen? Der Städter kommt aufs Land, wird er dort jetzt nicht seine Ruhe finden? Wie geht das aus? Was passiert? Ich löse es auf. Hier kommt der dritte Teil. Ich will zurück zur Natur. Jetzt bin ich auf dem Land, auf dem Dorf, in der schönen Natur, in einer Bauernhofhälfte. Morgens geht der Hahn und die Trecker fahren, fahren und Tomaten im Garten. Nee, ist okay, ist okay, ist okay, ist super okay. Doch die Tomaten im Garten sehen verkümmert aus, total verkümmert aus. Blattlaus, Blattlaus, was weiß ich, total verkümmert aus. Ich kenn mich halt nicht aus, ich will doch ernten, verstehst du? Ernten, ernten, brauch Ergebnisse, ich brauch Ergebnisse. Sonst lass ich mir eine Kiste, Kiste Biotomaten aus Berlin hierher schicken. Nee, ist okay, ist okay, ist okay, war Spaß. Doch meine Freunde aus der Stadt, die kommen nicht, die sagen immer, ja klar, wir besuchen dich. Muss ja paradiesisch sein, dein Garten Eden, haben schon so viel Gutes gehört. Nee, wir kommen nicht, besuchen auf jeden und da kommen sie nicht. Die kommen nicht, die kommen nicht, die kommen einfach nicht. Nee, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Stattdessen diese Dorfdeppen, ich krieg dauernd Besuch von diesen Dorfdeppen, diesen Bauern, dieser Landbevölkerung. Alle fünf Minuten winkt dir einer durchs Fenster und will reden. Übers Wetter, übers Wetter, übers Wetter, über irgendeinen Scheiß. Jeder weiß, was der andere macht und schließt doch nicht die Türen ab. Die schließen hier die Tür nicht ab. Ich will Anonymität, Anonymität. Hier hängen noch Plakate von der Schaumparty 2007, sind einfach hängen geblieben. Anonymität und dann diese Töpferin, diese Troller, diese dicke, dicke Töpferin aus Göttingen. Walle, 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 wenn ich die schon seh. Die Töpfer Teeschalen, Teeschalen für ihren Kräutertee. Sie will mich auf ihre Seite ziehen, lästert immer ab über die Dorfdeppen. Der einzige Grund, nicht aufs Land zu ziehen, ist doch die Landbevölkerung, sagt sie. Die haben so ein schäbiges Verhältnis zur Natur, die nehmen die Natur gar nicht wahr. Aber sie ist hier, um Natur also wahrzunehmen, also wahrzunehmen.
wahrzunehmen. Wenn die Dorfdeppen sagen, dass sie Unkraut jäten, muss sie weinen. Dann muss sie weinen. Das sind doch keine Unkräuter, das sind doch Beikräuter. Unkraut, allein das Wort, das klingt ja wie Untermensch. Und das ist gar nicht lange her, nein. Beikräuter, Beikräuter, Beikräuter. Ich denk, bye bye Troller, bye bye Troller. Geh doch Köpfern, mach doch Tassen, mach doch Teller. Geh an deine Scheibe, an deine Scheibe. Hau ab! Anonymität, Anonymität. Natur, Natur, die ist zu meinem Nutzen da. Ich will sie nutzen, verstehst du? Dafür ist sie da, Natur. Das ist ne Flasche Rotwein und ein schönes Panorama. Anonymität, 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 Anonymität. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Mach mir noch ne Chai Chai Latte to go. Latte to, Latte to, Latte to, Latte to go, go. Ja, das Wunschbild wird jetzt im letzten Teil des Liedes mit der realen Erfahrung vor Ort kontrastiert. Grebe bleibt also nicht bei der einfachen Auflösung stehen, sondern er geht dieses Ausstiegskonzept also in Gedanken einmal durch, und zwar bis in die letzte Konsequenz. Und musikalisch passiert jetzt ja Folgendes. Die aggressiv gereizte Instrumentierung des ersten Teils wird wieder aufgegriffen. Auf dem Land angekommen, versagt der Städter bei der Erfüllung seines Traumes, denn dort nervt ihn jetzt plötzlich all das, was er zuvor ersehnt hat. Ihm fehlt nun plötzlich, wo er mit den ganzen Dorfdeppen in Anführungszeichen konfrontiert wird, ihm fehlt nun die Anonymität der Großstadt, ihm geht hier alles zu langsam, und der Höhepunkt dieser Konfrontation ist hier sehr humoristisch dargestellt, mit dieser esoterisch veranlagten Töpferin, die ebenfalls aus der Stadt aufs Land gezogen ist, aber mit ihr gibt es eben gar keine Gemeinsamkeiten. Insbesondere in dem Naturbegriff der beiden ergeben sich starke Widersprüche zwischen dieser Kräutertee trinkenden Trulla und dem Sänger, für den ist die Natur eine Flasche Rotwein und ein schönes Panorama, heißt es da. Also er hat die Nutzenperspektive auf die Natur. Und mit diesen Voraussetzungen scheint eine Fortsetzung des Landlebens nun ausweglos. Der Ausstieg ist gescheitert. Weder Stadt noch Land sind für das überreizte Individuum vollkommen zufriedenstellend. Das Lied endet also in einer Sackgasse, in einer Aporie. Wie gesagt, Grebe hat vielleicht dann doch die Lösung gefunden, indem er einfach beides hat und wechseln kann zwischen dem einen und dem anderen. Als das Album Zurück zur Natur veröffentlicht wurde, war das allerdings noch nicht so. Da war Grebe noch sozusagen an die Großstadt gebunden. Das geht, glaube ich, aus einer Doppeltheaterproduktion hervor. Es gab einmal in Leipzig ein Theaterstück, das hieß die Klimarevue. Und da kam, glaube ich, dieses Lied möglicherweise schon vor. Und dann gab es nochmal in Berlin ein Stück, das hieß dann eben Zurück zur Natur. Und aus den beiden entstand dann dieses Album Zurück zur Natur, auf dem dieses Lied drauf ist. Und das Album ist erschienen irgendwann, ich glaube so 2010 in dem Dreh, vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen später. Grebe ist aber dann erst ein paar Jahre später tatsächlich in die Uckermark aufs Land gezogen. Ja, ich möchte an der Stelle jetzt den Schlussstrich unter die doch sehr lang gewordene Folge ziehen. Wir blicken nochmal zurück. Wir haben ein expressionistisches Gedicht am Anfang kennengelernt, auf der Terrasse des Café Josti. Ein ganz bekannter Text, der also typisch für den Expressionismus und sein negatives Bild der Großstadt ist. Und wir haben jetzt zwei zeitgenössische Lieder damit verglichen und gesehen, naja, auch heute wird die Großstadt noch negativ gesehen, aber deutlich ambivalenter. Es gibt also auch Aspekte, die wir heute an der Großstadt schätzen. Ich persönlich lebe nicht in einer Großstadt oder nicht mehr. Ich habe ja früher mal in Leipzig gewohnt. Leipzig hat, glaube ich, so 500.000 Einwohner in dem Dreh.
Später habe ich dann auch nochmal in Potsdam gewohnt. Potsdam ist auch nicht so groß, ne? So 180.000, glaube ich. Aber immerhin natürlich ganz nah bei Berlin. Und das war für mich eigentlich immer ideal. Das ist noch nicht die Großstadt, aber es ist auch nicht das Dorf. Es ist irgendwie eine wunderbare Zwischenstation, Zwischenexistenz. Und jetzt lebe ich in Celle. Das ist eine auch nicht so große Stadt. Und ist auch eine gute Mittelposition zwischen der Großstadt mit ihren Anforderungen und Problemen und dem Dorfleben, mit dem man ja auch nicht zufrieden ist, häufig. Und insofern kann jeder jetzt nochmal selbst überlegen, welche Beziehung er zur Großstadt oder zu seinem eigenen Wohnort hat. Und vielleicht hat jetzt insbesondere das letzte Lied Lust darauf gemacht, sich dieses Album Zurück zur Natur nochmal anzuhören. Da sind sehr viele Lieder drauf, die ich sehr empfehlen kann. Braucht ein bisschen Zeit, muss das vielleicht auch ein-, zweimal hören. Aber dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz tolles, wertvolles Album. Genauso wie Peter Fox Stadtaffe. Kann man auch mal wieder reinhören. Ne? Das ist jetzt schon einige Jahre alt. Das ist, glaube ich, von 2012 oder so in dem Dreh. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher, also auch schon locker 10 Jahre alt, aber hört sich heute immer noch sehr, sehr gut. Ja, und damit bleibt mir nur, wie am Ende jeder Folge, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.